Ich esse gerade ein Eis. Was gibt's? Altes Hotel im Harz. Ja, ich bin ja gleich um die Ecke. Drei Kugeln Eis später. Vorbei an einer anderen wundervollen Location. Im falschen Auto und beinahe ohne Ausrüstung, dafür aber voller spontanem Elan, erreichen wir unser Objekt der Begierde. Das inzwischen zugewucherte ehemalige Hotel mit Restaurant wurde 2008 verlassen. Wir sind hier nicht etwa mitten in der Wildnis, wie unsere Aufnahmen wohl vermuten lassen, sondern von allen Seiten flankiert durch gut besuchte Hotels nahe dem gesellschaftlichen Mittelpunkt eines Harzer Ferienorts. Der Verkauf war wohl mal ein guter Plan, ist aber in die Hose gegangen. Das Gebäude von vorn nahezu putzig klein aus, sind wir doch sehr erstaunt, welche massige Anbauten sich hinten heraus materialisieren. Wir hatten ein paar Wochen zuvor nur kurz den Zugang gescoutet, diese Hinterliegenschaften sehen wir aber auch jetzt zum ersten Mal. Stylischste Kletterhilfe in letzter Zeit. Eine Heißmangel. Aufnahmen gestalteten sich etwas schwierig. Uns standen lediglich zwei Mobiltelefonblitze als Leuchten zur Verfügung. Da sich aber doch das eine oder andere sehenswerte Kleinod hier versteckt, haben wir beschlossen, sie trotzdem hineinzunehmen. Ab dem Erdgeschoss gab es dann glücklicherweise genug Photonen, um alle Pixel der Kamerasensorik zu erregen. Der Harzer Hexentanz ist natürlich nur mit Gebräu, das fetzt. Eine echte Walpurgisnacht.
10 Minuten aufgeschleckt, aber allein der Schriftzug triggert schon wieder unsere Verlangensynapsen. Obendrein ist es selbst hier im Keller ziemlich warm. Die Heizungsanlage muss erst vor kurzem leckgeschlagen sein. Aus den Speichern läuft das Brauchwasser. Uns erfreut es sehr, dass auch nach 13 Jahren Leerstand noch kein nennenswerter Vandalismus stattgefunden hat. Vielleicht liegt es an der gut besuchten Nachbarschaft oder sollte die Menschheit tatsächlich zur Besinnung gekommen sein? Only time will tell. Allzu lange vor dem Toresschluss scheint nochmal eine Renovierung der Innenausstattung stattgefunden zu haben. Nix Furnier und von der Stange. Soweit wir das beurteilen können, ist das hier alles massiv und echte Tischlerarbeit. Keine ganz billige Angelegenheit. Man kann die Sahnetorten in der Auslage beinahe noch sehen. Und das Restaurant schien vergleichsweise preiswert. Vor allem, wenn man sich auch damals schon in der unmittelbaren Nachbarschaft umgesehen hat.
keine 80er-Jahre-Hotelkneipe ohne Indoor-Bäume. Das schien damals echt der Trend zu sein. Betriebsschluss wurde beinahe alles blank geputzt. Nur den gestrigen Kaffee im Warmhalter, der ward glatt übersehen. Schöner als Geschmiere auf den Wänden. Auf diesem dazu einladenden Tisch mussten wir uns auch mal kurz verewigen. Manch ein Bett sieht aus, als würde es nur darauf warten, dass der nächste Gast sich darauf wieder zur Ruhe bettet. Wird aber wohl leider allzu schnell nichts draus. Im ganzen Hotel gibt's nicht eine zerschmissene Bildröhre. Da jaucht's unser Urbex-Herz. Hoffentlich bleibt's auch so.
Rennfahrer, Martial Arts Experte, FBI Agent und Herzensbrecher schöner Frauen. An Michael Knight und sein Teufel kommt er trotzdem nicht ran. So putzig die Balkone auch aussehen, die einfach auf die Dachpappe draufgebaute Konstruktion ist ziemlich sicher verantwortlich für den Wasserschaden ein Stockwerk tiefer. Aber die Aussicht ist echt schön. Diese Klingel wohl damals klingelte, Special Room Service, kein anderes Zimmer wies ein solches Feature auf. Bewegen wir uns sehr bedächtig. Der Boden unter unseren Füßen fühlt sich sehr weich an und es ist auch sehr feucht. Dieses wundervolle Diorama zeigt ein Hotel in der Nachbarschaft. Wie es aber wohl auf diesen Dachboden gekommen ist? Das Anschauen hat euch wieder ein wenig Spaß gemacht. Wenn ja, gebt uns doch gern einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr sehen mögt, abonniert uns doch. Bleibt gesund. Bis bald.